Das nennt sich Revolution. Ist geil, ey. Das Simpson, ey, voll geil. Absolut geil. Motorrädern, wir waren gar nicht von Anfang an dabei, ey, so geil. Jetzt kommt ein pinkfarbenes Megatrike, ey. Wow. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Voll gut. Viva la Revolution! Wir denken, was zustande, oder? Erstmal Finish, mach's mal aus. That's it.
Keine Maschine. Ich komme von Russland. Was ist das? Ja, Snapchat. Schweine. Schauen Sie an, wie hier in Deutschland agiert, die versuchen, die Rückkehr, die Befreiung von Deutschland zu verhindern und belassen können. Wie bis heute die Deutschen und alle internationalen Völker unter die faschistischen Terrorgewalten. Schauen Sie das hier auf und wir haben nicht, es sei denn, die Demokratie nicht beendet. Nächste Tag, 70. Jahrestag der Befreiung und die BRD baut drahtkäfige antifaschistische Menschen auf und verhindert, dass die Deutschland abgestandenes Haus ziehen, das ist der Reich. So sieht das aus. 70. Jahrestag am 9. Mai 2015 und ein Gefahr aufgebaut ist hier, dass überhaupt gar nicht notwendig ist. Dass gar nicht notwendig ist, obwohl hier die Veranstaltung sind und die Menschen die Nachschläfe aus Russland sind gekommen und die Zölle Polizeibegleitung im Kordon durch die Gegend geleitet. Ja, dass die Menschen nicht zusammenkommen, vor allem die Kinder aus der Westen. Das Regime hat den Platz der Republik durch einen Drahtzaun abgesperrt, um Kraft einzusehen, gründlich zum 9. Mai. Schauen Sie einfach vor Ihren Augen, wie Ihr Faschismus das hässliche Gesicht immer mehr sein. Schauen Sie sich an, die Verhandlungen am 8. und 9. Mai, damit die Bürger nicht nach Berlin kommen. Schauen Sie das aus. Das haben die nicht. Guten Jawohl, so, jetzt haben wir das aus. Wir stehen da und wir werden das auch machen. Weil unsere Veranstaltung verhindert worden ist, unsere reale Veranstaltung. Wir in diesem komischen Grabkäfig uns aufhalten. So, werden wir, die Berliner Polizeiverantwortlichen und Veranstaltungsbehörde der verantwortlichen Person, anzeigen,
Wir werden Sie nicht nur auf der Landesebene anzeigen, wir zeigen Sie auf der Bundesebene an. Und wir werden Sie in Moskau von der Generalstaatsanwaltschaft anzeigen. In Moskau. So, und dann werden wir mal sehen, wie lange dann noch gelächelt und gegrinst wird. Das werden wir sehen. Ich sage nur eins, und das hatte damals Gorbatschow gesagt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Ding. Jawohl. Ja, zieht euch Uniform aus und kommt zu uns. Also Schulz fragt mich, kommt hier noch eine hohe Herr der Veranstaltungsbehörde Berlin, der Polizeiführung? Nein, es wurde ignoriert. Er kommt nicht, Helmut. Weil er will nicht kommen. Weil dann kommt es ja raus, dass sie hier eine Grundrechteverletzung machen. Dass sie Recht und Gesetz außer Kraft setzen. Und heute hat uns ein Herr mit der Polizeinummer, die habe ich jetzt eingesteckt, gesagt, ein Hundertschaftsführer, das Grundgesetz interessiert und das setzt er außer Kraft. Sinnvoll. Sinngemäß. Hat er davon? Ja, der hat damit das heißt, wir haben hier außer Kraft setzen, das Recht in der Bundesrepublik Deutschland, Verselbstständigung von Geheimdiensten durch der Polizei. So das ist in Deutschland der Fall. Ja, das ist ganz klare deutliche Sache. Denn die Polizeiführung in Berlin untersteht die Weisungen des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz und sie untersteht den Weisungen aus der Politik und die wiederum untersteht den Weisungen der Wirtschaft, der Banken und Konzerne. Jawohl! An die Deutsche Bank, nicht wahr? Genau! Beschützt das Kapital! So sieht das hier aus. Ja. Wir haben keine Angst, wir sagen Ihnen schonungslos die Wahrheit ins Gesicht und wir beweisen Ihnen das auch. Ja? Wenn uns jemand sagt, wieso, wir unterstehen nicht dem Weisen, wegen Betrug und wegen Korruption, weil Sie mein Glück gefällt haben zusammen mit der Polizei. Sie wollten beweisen, dass ich dumm bin, damit ich keinen Erfolg als Independent-Journalist in Deutschland habe. Sie wollen in Deutschland keine Independent-Journalisten, weil Independent-Journalisten schreiben, was sie wollen und nicht, was die anderen wollen. Ich bin kein Asse Springer, Marionette. Genau. Ich bin keine Marionette vom Spiegel. Ich schreibe, was ich will, solange ich will. Und ich lasse mich nicht von diesen Leuten täuschen oder von diesen Leuten schweigen. Ich mache weiter. Dankeschön. Viva la Revolution! Ich wollte sagen, ich würde, da gibt Zeuge hier, ich würde gerade von einem Jude angegriffen, weil ich das hier geschrieben habe. No, eigentlich sollte ich nicht heute hier sein, weil heute ist Samstag. Und wenn ich ein Jude sein will, das darf man nicht. No? Aber ich habe schon Genehmigung. Und ich sage so, ich würde angegriffen, weil sie verstehen nicht, was ich da auf meiner Seite schreibe. Jetzt schauen Sie auf meine Seite, warum ich ein Jude sein will, denn das ist ganz wichtig für ganz Deutschland. Dankeschön. Dankeschön.